Und willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Wir sind immer noch ziemlich weit im Vormarsch in die Sowjetunion. Und natürlich läuft es gerade nicht so flüssig bei mir. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Wir haben immer noch in einigen Gebieten niedrigen Nachschub. Also einmal hier im Süden und hier haben wir leicht niedrigen Nachschub. Oh Gott. Es wird Zeit, jetzt wieder einige Divisionen abzuziehen von der Ostfront. Um den Westen zu verteidigen. Da. Die Sowjetunion wird bald kapitulieren, aber wichtig ist, Großbritannien sollte jetzt durch diese Landungen nochmal Riesenverluste machen. Okay, können wir das jetzt an Ungarn schenken? Nein. Das Gebiet ist noch viel zu groß. Also, wir haben es noch nicht erobert. Okay. Wo ist denn nächstes? Hier ist ein weiterer Siegpunkt. Es läuft gar nicht flüssig gerade, oh mein Gott. Es ist schlimm. Ich habe 10 FPS. Das ist definitiv schlecht. Ich kann die Einheiten so fast gar nicht auswählen. Ja. Und wenn ich hier... Ich habe gar keinen nationalen Fokus mehr, nicht wahr?
Das stimmt. Ich habe keinen nationalen Fokus mehr. Ja. Dann würde ich gerne jetzt den Hafen erobern. 33 Konvois oder was war das gerade? 33 ist schon mal eine hohe Zahl. Ein Seegefecht. Wieder Konvois versenkt oder ein anderes Seegefecht. So. Die sollen jetzt erstmal abbrechen und warten. Ich glaube nicht, dass die noch so viel Nachschub bekommen. Dänemark sollte langsam auch einige Verluste erleiden. 300.000 ist etwas. Unsere Gesetze. 10%, 2,1, 1,5, 25. Werde ich noch nicht machen. Begrenzte Exporte. Freihandel. Oh, das ist gut. Exportfokus. Nee. Begrenzte Export. Ich glaube, da würde der Freihandel wirklich was bringen. Kriegswirtschaft. Generalmobilmachung. Und sonst müssen wir jetzt erstmal Infanterieausrüstung wiederholen. Und das sollte dann wieder passen. So, ja, was brauchen wir? Öl. Irgendein Land. Ja, mit denen können wir gut handeln. Was brauchen wir noch? Schweden hat nicht unbedingt eine Landverbindung, obwohl über Finnland würde es funktionieren. Ja, Italien. Mit Verbündeten handeln ist wohl immer besser. Gut. Obwohl. Okay, sieht doch nicht so gut aus für uns. Naja. An dieser Front. Wir werden demnächst. Bewegt euch doch mal durch. Ganz ehrlich. Wir müssen ja auch mal vorrücken. So.
Gut. Iran hat hier an dem Fluss gestoppt. Und hier wollen sie auch nicht angreifen. Kann ich verstehen. Hier. Yep. Bernard Montgomery. Er wird geschlagen. Tja. Kann ja mal passieren. Heben wir eine Gneise now. Himmel, Scharnhorst und... Ja. Okay. Oh Gott. Okay, die können mal warten. Die Briten trauen sich sicher auch nicht wirklich vorzustoßen und wir haben wieder Konvois verloren. Oh Gott. Kommt schon, ihr habt von mir Panzerdivisionen mit Tigern bekommen. Also wenn die jetzt nicht mal was machen... Naja, geringer Nachschub, ich weiß. Liberia. Ja, die sind hier unten. Italien. Und Italien wäre der Einzige, der dagegen was unternehmen kann. Republikanisch Spanien existiert wieder. Ja. Und wir vernichten hier einen Riesenteil der britischen Armee. Die werden jetzt nochmal spüren. Was in der afrikanischen Küste? Eine Invasion oder wie? In der Nordsee war jedenfalls gerade noch ein Seegefecht. Ja. Mal sehen, wie schnell die abgeschossen werden. Luftunterstützung, Luftunterstützung. So schnell dann doch nicht. Okay, und warum hat der Angriff gestoppt? Ich meine, wir sind ja schon hart am Angriff. Okay, hier sind noch 17 U-Boote. Hier sind noch 22. Hier sind jetzt 6. Und hier sind 21. Ja, okay. Aber ich glaube...
Langsam werde ich auch Irland. Wow. Also langsam holen sie jetzt wirklich alle rein. Ich würde dann gerne noch verbessern mit Schweden. Ja. Wie sieht's hier aus? Okay, die haben das hier von Großbritannien erobert. Ja. Ich glaube, damit werde ich dann auch diese Folge beenden. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.